So, liebe Zuschauer, wir gehen jetzt direkt rüber zu den Vereinten Nationen nach New York, denn da spricht der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped and defeated. Video. That has become a victim. Ich darf Ihnen ganz herzlich danken für die Unterstützung. Können wir noch einen Schritt lauter drehen? Die Unterstützung unseres Landes, das ja Opfer eines brutalen Angriffs geworden ist. Das ist ein Verbrechen gegen unseren Staat, ein Angriff auf das Leben unserer Bewohnerinnen und Bewohner und ein Angriff auf die Würde unserer Menschen und ein Angriff auf die Werte, die aus Ihnen und aus uns wertvolle Mitglieder der Vereinten Nationen machen. Und Russland muss bestraft werden für den Versuch, uns das Land zu rauben und für die vielen tausend Toten, die sie verursacht haben und die Folter und die Erniedrigung von Männern und Frauen. Dafür müssen sie bestraft werden, auch für die katastrophalen Turbulenzen, die Russland provoziert hat durch diesen illegalen, diesen unrechtmäßigen Krieg, der ja nicht nur uns betrifft, sondern die gesamte Welt. Jede Nation, die tatsächlich hier in dieser Halle der Generalversammlung der Vereinten Nationen zugegen ist. Und ich spreche natürlich erst einmal im Namen unseres Landes, das ich verteidigen muss, aber ich wende mich an alle, die tatsächlich den Frieden wollen und die wissen wollen, wie man denn Frieden schaffen kann. Und ich werde Ihnen eine Formel vorschlagen, die funktioniert, nicht nur für uns, sondern für alle, die tatsächlich sich in vergleichbaren Umständen wiederfinden wie wir. Das ist eine Formel, die Verbrechen grundsätzlich bestraft, Leben schützt und Sicherheit und territoriale Garantie wiederherstellt, Sicherheit garantiert und das sind fünf grundsätzliche Bedingungen für den Frieden. Sehr geehrter Herr Präsident der Generalversammlung, sehr geehrter Herr Generalsekretär der Vereinten Nationen, sehr geehrte Staats- und Regierungschefs, sehr geehrte Journalistinnen und Journalisten, sehr liebe Nationen der ganzen Welt, die Ukraine will den Frieden. Alle wollen Frieden, Sie wollen Frieden, die Welt will Frieden. Und wir haben gesehen, wer der Einzige ist, der tatsächlich den Krieg will. Es gibt nur einen Einzigen, nur ein einziges Land der Mitgliedstaaten, das jetzt sagt, dass wenn er meine Rede unterbrechen könnte, dass er dann glücklich wäre mit diesem Krieg, mit seinem Krieg. Aber wir werden dieses Land nicht über uns siegen lassen, obwohl es der größte Staat ist in der Welt. Die Ukraine hat Stärke bewiesen auf dem Schlachtfeld. Wir haben unser Recht der Selbstverteidigung wahrgenommen und haben dieses Selbstverteidigungsrecht ist ja in der Charta der Vereinten Nationen fixiert und niemand wird uns daran hindern, niemand wird uns Schwäche vorwerfen können oder die Unfähigkeit für unsere eigene Unabhängigkeit zu kämpfen. Wir erzielen Ergebnisse. Wir werden sehen, wie das Ende dieses Krieges sein wird und was dann die Garantien sein werden für einen stabilen Frieden. Die Charta der Vereinten Nationen stellt ja die Qualität der Nationen heraus und die Ukraine ist eine Nation wie alle anderen. Die Charta der Vereinten Nationen gibt uns diese Rechte und auch der Grenzbewahrung und wir verteidigen unsere Grenzen. Die Charta der Vereinten Nationen schreibt den Wert der Menschenrechte, der Würde fest und auch das fordern wir für unsere Bewohnerinnen und Bewohner. Wir haben das Recht, frei zu sein von der russischen Besatzung. Wir wollten diesen Krieg nicht. Wir hatten 88 verschiedene Verhandlungsrunden, um diesen Krieg zu verhindern. Das war
auch schon zu Beginn meiner Präsidentschaft bis zum 24. Februar dieses Jahres. Aber Russland hat die Aggression nicht etwa unterbrochen oder eingestellt, sondern sie eskalieren lassen in eine vollwertige Invasion unseres Landes. Wir haben das Recht, uns zu verteidigen. Wir schlagen den Feind, den Aggressor hinter die Grenzen der Ukraine wieder zurück. Und das ist das erste Element unserer Formel, die Bestrafung der Kriegsverbrechen des Aggressors, die Bestrafung der Verletzung der Grenzen und der territorialen Unverletzlichkeit, der Integrität unseres Landes, bis wir werden kämpfen, bis der Aggressor stoppt und unsere Grenzen wiederhergestellt sind. Und der Aggressor muss natürlich auch für die Schäden und Verluste dieses von ihm verursachten und begonnenen Kriegs bezahlen und Schadenersatz leisten. Wir sehen, dass diese Sanktionen auch Teil der Friedensformel sind, dass man tatsächlich die Beziehungen unterbricht des Aggressors. All dies gehört zu dem Punkt der Bestrafung. Solange der Aggressor tatsächlich immer noch teilnimmt an den Entscheidungen internationaler Gremien, muss er isoliert werden, bis er seine Aggression einstellt. Wir müssen ganz klar das Recht auf Krieg ablehnen und wir müssen ihm, den Russen, auch das Vetorecht im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen entziehen, um den Aggressor tatsächlich auch in dieser Institution zu bestrafen. Wir sollten nicht die Augen verschließen vor der Propaganda des Aggressors, sondern wir sollten ein umfassendes Paket von Sanktionen und Strafmaßnahmen gegen den Aggressor auch umsetzen. Die Bürgerinnen und Bürger des Aggressorstaates sollten auch nicht die Möglichkeit haben, in Ferien zu fahren in andere Länder oder zum Shoppen irgendwo. Und deshalb sollte man ganz klar die Visavergabe einschränken für die Bürgerinnen und Bürger des Aggressors. Wir müssen auch das Böse bestrafen. Das heißt, wir brauchen einen Strafgerichtshof, um die Russen bestrafen zu können wegen der Verbrechen gegen unser Land. Das wäre ein Signal auch an alle anderen Potentaten, die sich gerne als Aggressor aufführen möchten. Und da hat die Weltgemeinschaft eine Verantwortung. Wir haben ganz klare Schritte schon vorgeschlagen zur Einrichtung eines solchen Strafgesetzhofes. Das werden wir allen Ländern vorschlagen. Wir werden uns mit der Bitte wenden an die Generalversammlung der Vereinten Nationen, dass sie uns auch helfen, Schadenersatz zu bekommen. Russland muss bezahlen. Auch das ist eine Form der Bestrafung. Das ist tatsächlich für die russischen Offiziellen die schlimmste Bestrafung, weil denen das Geld mehr wert ist als alles andere. Die zweite Formel dieser Friedensformel ist der Schutz des menschlichen Lebens. Während nämlich hier die Sitzung, die Generalversammlung weiterläuft, haben wir in der Ukraine tatsächlich Tod und Terror. Wir finden immer wieder Opfer der russischen Aggression in Massengräbern und insbesondere in den Gegenden, in denen die Russen als Besatzer aufgetreten waren. Wir finden tote Frauen, Kinder, Soldaten. Wir haben in einem Grab in Issyum über 440 Tote gefunden. Wir haben den Leichnam einer Frau gefunden unter den Trümmern ihres Hauses, das von einer russischen Rakete zerstört wurde. Wir haben einen Mann gefunden, der mit einem Strick erhängt wurde. Und wir haben viele, viele Menschen, auch Männer, gefunden mit zahlreichen Wunden am Körper und einen Leichnam, wo der Mann kastriert wurde, bevor er umgebracht wurde. Fragen Sie doch mal die russischen Vertreter, warum das russische Militär tatsächlich so besessen ist von der Idee der Kastration. Was ist Ihnen angetan worden, dass Sie das auch anderen antun wollen? Das Einzige,
was den Unterschied macht bei den Massenbeerdigungen jetzt im Vergleich zu Butscha, ist, dass die russische Armee in Izyum länger zugegen war als Besatzer. Und deshalb sind die Leichname der umgebrachten Bürgerinnen und Bürger tatsächlich auch beerdigt und nicht etwa in den Straßen einfach liegen gelassen. Wie kann man denn die russische Armee bei uns in der Ukraine dulden, wenn man sieht, dass sie überall solche Massenmorde begehen? Wir müssen das Leben schützen. Die ganze Welt muss Leben schützen. Jeder Staat, der unter bewaffneten Aggressionen leidet, muss seine eigenen Bürgerinnen und Bürger und sein Territorium schützen. Das sehen Sie, die Wir brauchen deshalb auch das nötige Material. Wir brauchen finanzielle Hilfe. Und wenn Sie dann diese Hilfe brauchen, dann sollten Sie die auch bekommen. Wenn es für Sie notwendig ist, dass Sie tatsächlich auch nachrichtendienstliche Erkenntnisse bekommen, ist das auch wieder wichtig. Wir können tatsächlich das Territorium der Ukraine wieder zurückerobern und das mit Waffengewalt. Das braucht aber seine Zeit. Wir versuchen jetzt zurzeit die Bestimmungen der UN-Charta umzusetzen, aber auch für etwaige Verhandlungen. Aber Russland fürchtet Verhandlungen und respektiert ja auch keine internationalen Verpflichtungen. Das ist ja ganz typisch für Aggressoren, für Terroristen. Selbst wenn Russland jetzt über Verhandlungen spricht, dann wollen sie doch tatsächlich nur das als rhetorische Finte. Sie wollen den Winter in den besetzten Gebieten der Ukraine sich festsetzen und dort um von dort neue Butschas und neue Isjums, also Massaker zu begehen, auf besetztem Land. Jetzt sagen Sie, Sie wollen eine Teilmobilisierung, aber wir können es uns einfach nicht erlauben, dass der Krieg sich weiter verlängert. Das ist ein harter Krieg, ein heißer Krieg. Wir kämpfen um unser Leben. Deshalb brauchen wir auch Unterstützung für unsere Verteidigung. Wir brauchen Offensivwaffen, wir brauchen Raketen, wir brauchen Raketenwerfer für unsere Verteidigung. Wir brauchen Offensivwaffen, wir brauchen Raketen, wir brauchen Raketenwerfer für unsere Verteidigung. Wir brauchen Offensivwaffen, wir brauchen Raketen, wir brauchen Raketenwerfer, damit wir unser Land befreien können. Wir brauchen Verteidigung. Systeme, insbesondere auch Luftverteidigungssysteme. Und wir brauchen finanzielle Unterstützung, damit wir diese interne Stabilität haben können und auch unseren sozialen Verpflichtungen gegenüber dem ukrainischen Volk erfüllen können. Also dieser Schutz ist Element oder Hauptkomponente einer jeden Regierung. Das heißt, dass der Schutz des Lebens ist die zweite Komponente meiner Friedensformel. Der dritte Punkt, da geht es um die Wiederherstellung der Souveränität und der territorialen Integrität. Russland hat mit seinem Krieg all das untergraben. Die Sicherheit auf hoher See, Lebensmittelsicherheit, Energiesicherheit und Sicherheit vor Massenvernichtungswaffen. Wir stellen jetzt schon wieder die Sicherheit auf hoher See her und die Ernährungssicherheit. Und ich bedanke mich bei Antonio Guterres für seinen persönlichen Einsatz. Algerien, Ägypten, Libyen, Kenia, Somalia, Sudan, Tunesien, Bangladesch, Israel, Indien, Iran, Jemen, Zypern, China, Korea, Libanon, die Türkei, Belgien, Bulgarien, Griechenland, Irland, Spanien, Italien, Niederlande, Deutschland, Rumänien und Frankreich haben schon jetzt Agrarprodukte aus der Ukraine erhalten. Und wir müssen diese Lieferungen auf dem Seeweg noch aufstocken, sowohl unter Marktbedingungen, aber auch im Rahmen der UNO-Hilfsprogramme. Da ist die Ukraine immer ein verlässlicher Partner. Und trotz aller Schwierigkeiten des Krieges haben wir übrigens beschlossen,
humanitäre Hilfe für Äthiopien und Somalia zu leisten. Wir werden denen zusätzliche Mengen unseres Weizens schicken. Das ist natürlich schwierig. Und am Vorabend der Sitzung der Generalversammlung hat Russland Raketen abgeschossen auf ein Atomkraftwerk im Süden des Landes. Scheiben zerbarsten und nur ein paar hundert Meter entfernt vom Reaktor gab es Einschläge. Und das nach dem klaren Appell der IAEA gegenüber Russland, jegliche Angriffe gegen atomare Einrichtungen in der Ukraine einzustellen, insbesondere auch gegen den AKW Saporizhzhia. Und Russland hat das ja mehrfach zum Ziel genommen. Und dadurch werden sie alle Ziele, die Erpressung Russlands, diese atomare Erpressung, die betrifft sie alle. Denn niemand von ihnen wird einen Impfstoff entwickeln gegen die Strahlung und Erkrankung durch atomare Strahlung. Außerdem wird der Energiemarkt völlig zerstört. Diese Turbulenzen sind zurückzuführen auf die russische Erpressung. Und es ist notwendig, eine Obergrenze einzuziehen für die Preise für russische Exporte an Öl und Gas. Öl und Gas sind jetzt die Energiewaffen Russlands. Und deshalb manipuliert Russland die Märkte, sodass der Strom, Gas, Benzin und Diesel das Privileg einiger weniger werden und nicht allen zur Verfügung stehen. Eine Preisobergrenze bedeutet, dass man die Welt absichert. So kann man Energie- und Preissicherheit wiederherstellen. Aber wird die Welt sich dafür entscheiden oder hat sie Angst vor den russischen Drohungen? Es ist notwendig, nur einen energischen Schritt zu unternehmen und danach wird alles klar. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, diesen Schritt zu wagen und dann fällt alles sozusagen an seinen richtigen Ort. Nach dem Massaker, nach der Aggression der russischen Seite und nachdem russisches Militär ukrainische Gefangene verbrannt hat und nach den Angriffen russischer Raketen und Panzer auf Atomanlagen und nach dieser Drohung mit dem Einsatz von Atomwaffen, und das ist ja jetzt die Regel und nicht eine Ausnahme bei der russischen Propaganda, nach all dem müssen wir sehen, dass Russland den Terrorismus unterstützt auf allen Ebenen und in allen Ländern, die die Werte des Friedens und den Schutz des Menschenlebens hochhalten. Wenn Sie keinen rechtlichen Mechanismus haben, dann können Sie aber eine politische Entscheidung treffen in den Parlamenten. Das ist doch die Grundlage für die Wiederherstellung der globalen Sicherheit. Und wenn Sie diesen energischen Schritt unternehmen, dann werden die Zweifel schweigen, ob man noch andere wichtige Schritte unternimmt. Und es geht darum, die territoriale Integrität zu sichern. Wenn ein Land die territoriale Integrität eines anderen infrage stellt, dann werden alle Nationen angegriffen. Man muss die territoriale Integration der Nation wiederherstellen, die unter dieser Aggression leitet. Also dritter Punkt unserer Friedensformel ist Wiederherstellung der Sicherheit und territorialen Integrität. Vierter Punkt ist Sicherheitsgarantien. Jede Nation hat das Recht auf Sicherheitsgarantien, nicht nur die glücklichsten Länder. Wir haben ja Vorschläge unterbreitet, um die Sicherheit und den Schutz der Ukraine und für Europa und die Welt zu verbessern. Dann
ist keine weitere Aggression gegen uns zulässig. Und wir unterbreiten diese Vorschläge ja schon den Partnern. Also rechtlich verbindende multilaterale und bilaterale Verträge sind notwendig. Garantiestaaten müssen dann handeln. Und es ist Zeit, dass wir jetzt Ergebnisse zeitigen. Auf dem Lande, in der Luft, zu Wasser, im Bereich Wirtschaft, Politik und Finanzen, indem man Waffen liefert und nachrichtendienstliche Erkenntnisse. Sie werden alle unsere Vorschläge erhalten und werden im Detail sehen, was wir unter Sicherheitsgarantien verstehen. Ich denke, was wir da haben, sucht seinesgleichen in der Welt. Ich denke, es ist immer besser, die Sicherheit einer Nation präventiv zu garantieren, als einen Krieg zu stoppen, nachdem er begonnen hat. Und der fünfte Punkt unserer Friedensformel ist Entschlossenheit. Ohne diesen fünften Punkt funktionieren die anderen vier nicht. Das ist unsere Entschlossenheit zu kämpfen, die Entschlossenheit der Partner, uns zu helfen und damit sich selbst. Und das ist die Entschlossenheit der Welt, sich hinter denen zu sammeln, die gegen die Aggression vom Zaun gebracht haben und alle bedrohen. Also alle fünf Punkte, Bestrafung der Aggression, Schutz des Lebens, Wiederherstellung der Sicherheit und territorialen Integrität, Sicherheitsgarantien und Entschlossenheit, sich selbst zu verteidigen. Das ist die Formel von Verbrechen und Bestrafung. Und Russland kennt das. Russland muss auch noch diese Lektion lernen, wie jeglicher andere potenzielle Aggressor. Was steht in unserer Formel nicht drin? Neutralität. Leute reden von Neutralität, wo die Menschenrechte und der Frieden angegriffen werden. Wenn sie das Wort in den Mund nehmen, dann meinen sie etwas anderes. Es geht um Gleichgültigkeit und jeder für sich selbst. Die geben vor, dass sie Interesse haben für die Probleme der anderen. Und man sympathisiert nur für das Protokoll mit den anderen Ländern. Und deshalb gibt man vor, dass man jemanden schützen will, aber in der Realität unterstützen sie nur ihre eigenen Interessen. Und das schafft die Voraussetzung für den Krieg. Und das muss korrigiert werden, um die Voraussetzung für den Frieden zu schaffen. Alles, was sie brauchen, ist Entschlossenheit. Man hat viel über die Reform der UNO geredet. Wozu hat das geführt? Bisher gibt es kein Ergebnis. Wenn Sie sich unsere Friedensformel genau anschauen, dann sehen Sie, dass die Umsetzung dieser Formel schon eine de facto Reform der UNO ist. Unsere Formel ist universell und eint den Norden und den Süden der Welt und fordert die Mehrheit in der Welt auf und diejenigen, die bedroht sind, die müssen unterstützen werden. Wir haben im Augenblick eine nicht ausgewogene Situation. Afrika, Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa hier leiden unter einem Vetorecht, das sie selbst nie hatten. Davon redet die Ukraine. Haben Sie je diese Worte von Russland gehört als ständigen Mitglied des Sicherheitsrates? Aus welchem Grund? Weder Japan oder Brasilien, noch die Türkei oder Indien, noch Japan haben das in den Wort, dieses Wort in den Mund genommen. Aber es wird der Tag kommen, wo sich das löst. Was die Gespräche zwischen der Ukraine und Russland anbelangt, da hören Sie sicherlich von Russland andere Meldungen über die Gespräche, als sei man bereit dafür. Aber Sie reden von Gesprächen, aber künden jetzt eine militärische Mobilisierung an. Sie reden von Gesprächen, veranstalten aber Pseudo-Referenten in den besetzten Gebieten der Ukraine. Die militärische Mobilisierung in Russland, das ist
die Wahrheit. Scheinreferenden, das stimmt. Russland will den Krieg, das stimmt. Aber Russland wird nicht in der Lage sein, den Gang der Geschichte aufzuhalten. Die Menschheit und das internationale Recht sind stärker als ein Terrorstaat. Russland wird gezwungen, diesen Krieg zu beenden, den Krieg, den es begonnen hat. Und ich denke, eine Beilegung kann nicht auf einer anderen Grundlage erfolgen als auf der ukrainischen Friedensformel. Ich denke, je mehr Terror, umso weniger ist es wahrscheinlich, dass irgendjemand in der Welt noch bereit ist, sich mit denen an den Tisch zu setzen. Und wenn nach meinen Worten jetzt Russland neue Terrorakte begeht, dann unterstreicht das nur Russlands Schwäche, seine Unfähigkeit, über uns zu obsiegen, über die Welt zu obsiegen. Es wird nur zeigen, dass diese 5 Punkte der ukrainischen Friedensformel so schnell wie möglich umgesetzt werden. Wir sind bereit für den Frieden, aber für einen echten, ehrlichen und fairen Frieden. Und deshalb steht die Welt auf unserer Seite. Und zum Schluss möchte ich mich bei den 101 Ländern bedanken, die uns unterstützen. Und ich denke, diese Abstimmung bezog sich ja nicht nur auf das Format, sondern es ging auch um Prinzipien. Nur 7 Länder haben dagegen gestimmt: Belarus, Kuba, Nordkorea, Eritrea, Nicaragua, Russland und Syrien. 7 Länder. 7, die Angst haben vor dieser Videoansprache. 7, die auf Prinzipien mit einem roten Knopf reagieren. Nur 7. 101 auf der einen Seite und 7 auf der anderen Seite. Und wenn diese Koalition sich gegen unsere Entschlossenheit, dann beglückwünsche ich sie alle. Denn das bedeutet, dass der Frieden obsiegen wird über jegliche Form der Aggression. Und dass es kein Hindernis gibt, um diese Friedensformel umzusetzen. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen allen Frieden. Slava Ukraine, Ruhm der Ukraine.